So, nachdem wir jetzt die LED hier ein- und ausgeschaltet haben, wollen wir mal gucken, wie das geht, wenn wir die LED dimmen. Dazu ändern wir das Programm. Ich habe das mal hier vorbereitet. Etwas. So. Also erstmal heißt das hier oben LED dimmen. Dann habe ich LED weiterhin auf 13 gelassen. Und ich habe eine neue Integer-Variable eingeführt, i gleich 1. Warum gleich 1? Zeige ich euch gleich. Das ist weiterhin, die LED ist ein Output-Pin, das ist so geblieben. Hier habe ich jetzt etwas gemacht, da komme ich gleich zu. Das erkläre ich gleich genauer. Und dann möchte ich nicht Digital Write, sondern ich habe jetzt hier ein Analog Write LED. Wieder auf den Pin 13. Das ist der LED-Pin in diesem Fall. Ne? Und ich habe ein kleineres Delay. Analog-Write ist eine Funktion, die eine Pulsbreitenmodulation, ein PWM macht. Heißt, das Signal ist an und aus in einem Verhältnis I. Ja, I zählt von 0 bis 255, habe ich da oben auch reingeschrieben, komme ich auch gleich nochmal zu. Wenn ich also 0 habe, ist es durchgehend aus. Wenn ich 1 habe, ist es ein 255. Der Zeit an. Habe ich die Hälfte davon, 127, ist es halb an, halb aus. Und so kann ich halt die LED ansteuern, dass sie ganz schnell an und ausgeht, bis sie dann bei 255 durchgehend an ist. Hier. Gut, hier habe ich I++, das heißt, I zählt hoch. Und dieses Ganze heißt hier, wenn i größer 255 ist, dann setze i gleich 0 wieder. Ja? Komme ich aber nochmal genauer zu später. So, wenn wir das jetzt übersetzen wollen, stoßen wir auf ein Problem, weil der Arduino Uno an dem Pin 13 die LED hat. Diese Analog-Write-Funktion, die wir hier haben, ist aber nur an PWM-Ausgängen erlaubt. Das heißt, wo so eine Tilde davor ist, so eine Wellenlinie, ja, dort kann ich analog weit machen. Ich kann also auf 10, 11, 6, 5, 3 und so weiter. Nur da kann ich analog weit machen. Das hängt ein bisschen von dem Board ab, das ich verwende. Beim Uno würde es auf 13 nicht gehen. Wenn ihr das mit dem Uno machen wollt, dann müsstet ihr den 11er nehmen und da eine LED selbst anschließen mit einem Vorwiderstand, den ihr euch noch berechnen müsst. Ne? Das ist klar, 5 Volt für eine LED ist ein bisschen viel. Die ganzen Ausgänge dürfen nur maximal 20 mA haben, belastet werden. So, hier sehen wir es auch noch mal genauer, welche Anschlüsse der Arduino Uno hat. Da sehen wir hier, Tilde 11 und 10 ist da, aber bei 13 nicht. Und die Built-in LED, ich darf BW5 sprich 13. Gut, beim Uno geht das also nicht. Ich habe jetzt hier ein Arduino Mega verwendet. Da habe ich 13 und hier unten ist alles PWM erlaubt. Ja? Wenn ich da weitergehe auf dieses Pinout, dann habe ich auch hier auf 13 ist eine Tilde davor. Ja, kann man gar nicht sehen, ne? Das heißt, auf 13 ist auch PWM erlaubt. So, gehen wir wieder zum Programm. Ich lasse es also auf 13 stehen, weil ich ein Mega habe. Beim Uno, wie gesagt, müsst ihr das umschreiben. Wenn ich das jetzt übersetze, dann fährt die LED von 1, wird hier hochgezählt, 2 bis 2,55, es ist 2,56, dann geht es wieder auf 0 zurück. Ne? Das kann ich übersetzen und reinspielen. Und so kann ich eine LED dimmen, das könnt ihr mal ausprobieren.